Moinsen Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier mittlerweile in der vierten Welt angekommen, haben schon ein bisschen was gemacht. Also ein Powerstern geholt. Mit einem Gourmet-Nummer in der Biskuit-Boden-Galaxie hier. Yoshi hat uns wieder den Weg geleuchtet. Aber jetzt geht's erstmal in die Giga-Gumba-Galaxie. Jahu! Mario hat wieder richtig Bock, ich genauso. Auf geht's. Riesenärger mit den Maxi-Wicklern. Oh je, alles riesig hier. Wie der Name der Galaxie schon sagt. Trotzdem geil. Oh, der Luma ist auch so riesig, oder was? Alter, was ist denn hier passiert? Oh, sind wir nur so klein? Das war die Frage, ne? Das ist bestimmt wieder so ein Mist wie in Super Mario 64. Mit der, wie hieß denn die, Gulliver Gumba oder so, die Welt? Größere Gummas als hier habe ich noch nie gesehen. Junge, du bist selber größer. Ist das die Musik aus der Spielzeugschachtel-Galaxie? Ich glaube schon. Gehen wir mal hier lang. Da ist eine Münze, da geht's hoch. Okay, hier ist nichts scheinbar. Oder? Ist hier was? So. Hier ist keine Piranha-Pflanze drin. Ist okay. Da ist aber eine drin. Können wir die auch weghauen? Nee. Da prallt Mario nur dran ab. Ich glaube, man hier am Rand stehen. Oh, ein Einführungsvideo. Gucken wir uns das doch mal an. Kleiner Tipp, drücke im Lauf Z und A für einen Hechtsprung. Willst du sehen, wie das geht? Ja, Hechtsprung ist für mich auch was anderes. Das ist für mich der Weitsprung. Pass gut auf. Gib Gas! Mit Z in die Hocke und mit A springen. Erstmal ein paar One-Up vorbei. Ein schöner Sprung. Das war's schon, oder wie? Mit einem Hechtsprung kommst du wirklich weit. Es kommt alles drauf an, wann du in die Hocke gehst. Mit einem Hecht. Das ist ein Weitsprung für mich, Leute. Ein Weitsprung. Ein Weitsprung. Das war immer ein Weitsprung so. Auf einmal heißt es Hechtsprung. Da ist noch ein riesen Koopa, ey. Hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Ich hab die Kometenmütze schon, aber ich hätte die dann wieder hier oben versteckt, ehrlich gesagt. Aha. Ich rutsch mal hier runter. Ah, ein Checkpoint. Auf geht's. Ab zu den Koopa. Achso, ich glaube, hier kann man sich unendlich Leben holen. Also glaube ich nicht. Ja, man kann sich hier Leben holen. Theoretisch unendlich viele. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht verkacke. Jetzt der Bohrer wieder. Da ist er. Ich muss sie nämlich kaputt machen, die drei. So, Nummer 1. Eine Münze, sehr schön. Zack, der zweite. Na, in die Münze mit. Und der dritte. Wenn man sich da nicht so doof anstellt wie ich eben, dann kann man sich da wirklich unendlich Leben holen. Ist ja meistens in Mario-Spielen mit irgendeinem Koopa verbunden. Alter, die Sterne sind auch so riesig. Aber so riesig, dass ich sie nicht sammeln kann. Mag mein Freund. Mit der Drehung schaffst du sogar diese Riesen. Ja, weiß ich doch. Bam! Push! Der ist weg. Oh. So, alles geschafft. Ich hab sogar einen One-Up. Mario, wo wolltest du hin? Die Kamera hat sich so scheiße gedreht. Im falschen Moment.
Na komm. Die Münzen scheiße ich jetzt. Na Gumba. Bam. Ups. Der Gumba darf leben. Am Leben bleiben, meine ich. Nee, ich möchte mich umgucken. Oh, geil. Oh, gab's hier sogar nicht einen Geheimstern? Ich hier alles grün mache. Ich höre auf jeden Fall einen grünen Stern. Ja, Tatsache, passiert da was. Ja, da ist der Powerstern da oben. Ach, deswegen hört man den schon. Er ist echt, glaube ich, einer der wenigen Geheimstern, die man sowas schon vorher sehen kann. Wenn man sich genau umguckt. Auch nicht den jetzt zuerst. Ist ja kein Thema. Und ja, weiter geht's dann nochmal hier rein in der Giga-Gumma-Galaxie. Nur da werde ich jetzt ein bisschen durchwaschen gleich. Lauf hier schon mal vorweg. Bis zu der Stelle zumindest in voller Blütenpracht. So, erstmal geht hier das Raumschiff weiter. Zwei neue Stationen, also eine neue Station, die andere konnte ich ja schon anfliegen. Nur über den Umweg mit der. Oh, ach stimmt, ich habe den Schabernack-Kometen vergessen. Entschuldigung, total verpennt. In der zweiten Welt ist ja noch in der Festung einer. Hol ich das doch eben nach. Von der, ich hole jetzt erst hier den Stern noch und dann hole ich es nach. So. Wahoo. Verzeiht mir, dass ich das vergessen habe. Ganz ehrlich. Riesenärger mit dem Maxi-Wicklern. Ja. Da waren die Sternteile oben drauf, die habe ich schon vorher gesammelt. So, die Kometenmütze ist auch gesaved. Mit dem Stern eben. So. Oh, erstmal auf das Schild springen, okay. Schöner Sprung, danke. Weiß ich auch ohne euer Kommentar. Boah, man könnte auch, wenn man einfach richtig auf Risiko steht, da einfach immer unten reingehen. Und immer einen Mannsprung machen. Komm, ich versuch's jetzt nochmal. Okay, Kopf darf man nicht berühren, nur den Panzer. Ich stelle mich da zum Blöd voran für. Wie viel Leben man hier fahren kann. So, reicht. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Einfach mit dem Weitsprung drauf, mit dem Hechtsprung drauf. Wie ihr Spieler ja sagt. So, zack. Erster weg. Weiter weg. Push. Und der dritte auch. Tschüssi. So, da ich jetzt keinen Bock drauf habe, nochmal rumzulaufen. Oh, so geht's schneller. Dem habe ich gelabert, den Bonus dahin hatte ich auch. Ich gehe direkt weiter. Hier waren Sternteile drin, in den anderen Münzen. Also in dem Block, nicht in der. Dann könnte ich wohl schon sagen, wo bleibt der Plattform hier. Und da muss ich hin eigentlich. Da gehe ich jetzt auch hin, direkt. Den Block habe ich mir nicht angeguckt, aber da wird nichts Gravierendes drin sein. Warte mal. Der Wickler weg ist. Boah, schafft man auch gerade so eben, ne? Aber mit Erdrehung schafft man es besser. Ja. Zug ist wieder in Fahrt. Na, Mario dran bleiben. So. Easy. Alter, wie die ausrasten, die Wickler manchmal, ey. Hm.
da sind wir wieder zurück auf dem Raumschiff. Yeah! Schön wieder Sternteile mit nach Hause gebracht, sehr schön. Guck mal, der nächste Gourmet-Duma mal kommt. So, erstmal jetzt in die zweite Welt zurück. Bevor ich das wieder vergesse. Jetzt haben wir hier schon zwei Schawane-Kometen, toll. So, Bowser's Lava-Imperium. Hat noch ein Schabernack-Kometenstern für uns. Beeilung, der vergessene Lavastern. Was? Nein, bitte nicht. Nicht der ganze Kampf gegen Bowser. Ah, ne, okay, man muss, da hinlaufen. Man muss aber wohl Bowser nicht bekämpfen. Okay. Trotzdem wird das stressig. 30 Sekunden Zeit nimmt, ey, Alter. Ich verarsche mich doch. Auch wenn es jetzt wieder Uhren gibt. Alter! Entschuldigung. Köder Magik Cooper. Die Uhr nehme ich auch auf jeden Fall mit. Mit dem Pilz. Na? Ist jetzt egal. Ich habe immer noch Gewinn gemacht. Ich habe 5 Kraftpunkte jetzt. Und kann wieder auf 6 erhöhen. Lange ich nicht auf 3 runterfall. Das hat sich schon gelohnt. Ich gehe direkt hier rüber. So, mein Freund, du Hammer. Hammerwerfer, du. Bleib stehen. Alter. Ich hab gesagt, bleib stehen, mein Freund. Ja, 10 Sekunden drauf, okay. Perfekt. Schön mit einem Dreifachsprung geholt. So, hier durchrutschen. Ich warte nicht auf die Viecher. Oh, verdammt. Ja, sehr gut. Durchgeglitscht. Bam. So. Ich dachte gerade, ich schieße daneben. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ziemlich durch da. Kamera drehen, so zack. 30 Sekunden nur noch, ey. Wieder 30 Sekunden nur noch. Nehme ich auch noch eine Uhr? Nö. Ja, jetzt wird's scheiße, weil man jetzt hier nicht vorlaufen kann. Alter, ich spring schon wieder einen rein, ne? Das wird doch beim ersten Mal hier auch passiert. Okay, die Bowser-Staffeln sind wieder da. Die sind immer noch. Das hatte ich aber auch knapp bemessen, muss ich sagen. Verkackt man einmal eine oder zwei, dann hat man echt verschissen. 20 Sekunden nicht geblieben, ey. Egal, der Stress ist vorbei. Zeitdruck. Ich hasse so Zeitdruckgeschichten, ehrlich. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, auch in den. Wie hieß es da mit Dino Piranha, den Mist? Boah, Dino Piranha Junior meine ich natürlich. Egal, weiter geht's jetzt mit dem Schabernack-Kometen der Biscuit Moon Galaxie. Alter, das ist auch direkt der nächste Schabernack-Komet. Alles klar. Weiter geht's. Nein, hier möchte ich nicht ran. Ich wollte auf die Weltenkarte zugreifen. Danke. So. Brauchen wir wieder Yoshi? Ich denke mal schon. Er leuchtet den Weg zu den lila Münzen. Ach du Scheiße. Oh je, oh je, oh je. Ja, hier ist keine Luigi diesmal. Auch nicht auf Zeit? Okay, dann ist alles in Ordnung. Ich muss nur alle 100 sammeln.
Kein Sternzeichen, diesmal hier, schade. Oh, muss man da komisch laufen, ey. Kann man gleich einen Slalom draus machen. Ich muss nochmal zurück. Das habe ich jetzt verkackt. Das habe ich jetzt erst verkackt. Da wollte ich zu viel. Das war auch schon die Hälfte der Münzen, okay. Schön gefailt. Hey, ich laufe da jetzt anders durch. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, das Slalom zu laufen. Sag ich euch ganz ehrlich. Hier genauso jetzt. Soll ich mir hier die Münzen? Hier die noch. Und jetzt geht's weiter. Auf den normalen Weg. Du hast echt so gewollt, dass man so zickzack läuft. Das ist doch scheiße, so zu laufen. Wer läuft denn so, welcher normale Mensch? So, sehr schön, Yoshi. Hab ich da bestimmt nochmal eine neue? 99 und die 100. Perfekt. Ja, So, 55 Sterne haben wir. Spiel hat auch gespeichert. Und ich würde tatsächlich auch diesmal schon ein bisschen eher Schluss machen wollen als üblich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch den nächsten Stern schaffen würden. Ich möchte jetzt auch ungern nachgucken. Verzeiht mir bitte. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Zeigt es mir mit einem Like. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist völlig kostenlos. Ich wäre euch sehr dankbar auf jeden Fall dafür, wenn ihr es tätet. Und ansonsten genießt den restlichen Tag. Wenn es schön ist, geht raus und soll frisch und die. Ne, soll nicht rausgehen, okay. Genießt den restlichen Tag einfach, wie gesagt. Bis dahin, schön mit Ö. Bis zur nächsten Folge. Euer Basukasu.